Hallo Internet, hier ist wieder Beckensack für euch und heute, am 10.04.2022, ist schon fast ein historisches Ereignis passiert. Mein Handy hat die ganze Zeit wie wild rumgebimmelt. Unfassbar. Hätte ich es auf dem Boden gelegen, dann wäre es wahrscheinlich, weiß ich nicht, in den Boden versunken, weil es so sehr vibriert hat wie ein Presslufthammer. Das Kingdom Hearts Event war und auf dem Kingdom Hearts Event zum 20-jährigen Jubiläum der Serie wurde tatsächlich Kingdom Hearts 4 angekündigt. Und ich war den ganzen Tag unterwegs. Es ist jetzt fast 18 Uhr, ich bin jetzt erst nach Hause gekommen. Ich habe mir den Trailer noch nicht angeguckt, denn ich wollte ihn nicht irgendwie zwischen Tür und Angel irgendwie schauen. Ich habe natürlich ein, zwei Bildchen schon gesehen, weil Leute mich auf Social Media einfach getaggt haben und so weiter. Aber prinzipiell habe ich den Trailer noch nicht gesehen. Und ich bin jetzt super gespannt, super krass gespannt, was Nomura hier für uns vorbereitet hat. Und ich gucke mir den jetzt zum allerersten Mal gemeinsam mit euch an. Okay, let's go! Ah, ich liebe das Logo, es sieht so nice aus. Kingdom Hearts 20th Anniversary. Schlüssel hat ein Schloss aufgeschlossen. Dark Road, natürlich, wir müssen immer noch das Finale von Dark Road bekommen. Wurde zweifach schon verschoben. Ist es vielleicht jetzt sogar schon verfügbar? Ich rechne eigentlich damit, dass es jetzt verfügbar ist. Weil wir haben echt lang genug gewartet. Bisher ist bei Dark Road auch noch nicht so viel passiert in der Story. Außer, dass Xehanort eine der 13 Dunkelheiten vermutlich getroffen hat. Mal sehen. Auf jeden Fall ist Baldur da. Oder Baldur, ich weiß gar nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Oh! Ach, das ist die obere Klasse. Okay. Es gibt ja zwei Klassen in Dark Road. Also quasi Unterstufe und Oberstufe. Cool. Auch endlich mal ein schwarzer Charakter. Nice. Das finde ich gut. Inklusion ist wichtig. Okay. Odin ist da, der Meister von Xehanort. Wow! Alter! Hilfe! Der Meister der Meister beobachtet Xehanort beim Schlafen! Locker macht er das bei mir auch. Ich weiß es nur nicht. Nomura macht das bei mir. Und dann werde ich zum Weltmillionär geschickt, ist klar. Schachspiel. Your mind's made up. Oh, ist das die Auseinandersetzung? Redcon Nomura das vielleicht? Wir haben diese Szene in Birth by Sleep schon gesehen, da waren sie aber beide schon alte Männer. Vielleicht Redcon er das jetzt, dass sie jünger waren, als es passiert ist. Würde mir tatsächlich gefallen. Das wäre ein Redcon, den ich begrüßen würde. August 2022! Nomura, willst du mich verarschen? August! Das war für Ende letzten Jahres angekündigt. Das Ende. Für den Winter 2021. Dann wurde es verschoben und ich dachte, okay, safe kriegen wir das komplette Ende von Dark Road auf diesem Event präsentiert, dass es jetzt verfügbar ist. August! Alter, wofür braucht ihr so lange? Das sind 2D-Animationen, Alter! Arbeiten da nur zwei Leute dran, oder was? Okay, Dark Road einfach erklärt, dann halt irgendwie im Herbst, wahrscheinlich. Gut. Es geht noch weiter. In Unwritten Era. Oh, kommt jetzt das Union Cross HD Remake? Everything's connected. You don't say, Nomura! Oh! Ist das der Meister der Meister? Nein, das ist Lu. Ist das Lu? Was? Was ist das? Die Grafik sieht aber jetzt nicht so. Ist das für die Switch? Also, es sieht jetzt nicht so gut aus, tatsächlich, das Spiel. Das ist die Statue von Ephema. Die habe ich im Union Cross einfach gleich Video gar nicht gezeigt, weil ich gedacht habe, so plotrelevant ist es nicht. Sie wird jetzt wieder plotrelevant, ja. Ephema hat ja Scarlet Kylum aufgebaut und deswegen ist er die Statue. Auf jeden Fall ist das Scarlet Kylum. Ist damit bestätigt. Das sieht aber... Also die Grafik beeindruckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt nicht Kingdom Hearts 4, oder? The Missing Link. Ein weiteres Mobile Game! Natürlich! Ein weiteres Mobile Game!
Dein Scheiß hängt mir zum Hals raus, Runemura! Was ist denn? Aber okay, damit ist die Grafik, entschuldigt, für ein Mobile-Game sieht das tatsächlich nicht schlecht aus. Wenn man das jetzt mit Union Cross vergleicht von der Grafik her, wobei ich den Stil von Union Cross eigentlich noch ganz nice fand, für ein Mobile-Game sieht das gut aus. Hoffentlich zieht sich das nicht wieder so wie Kaugummi. Und wir spielen in Scarlet Kylum jetzt, oder was? Wobei, das sieht sehr aus nach unserer Welt jetzt. Ey, ich Trailer weiterlaufen lassen. War das gerade ein Sora-Amiibo? Aha, okay. Aber es sieht... Okay. Wie ist die Steuerung? Spiele ich auf dem Mobile wirklich Kingdom Hearts-mäßig? Auf jeden Fall hat er wieder so eine Art Medaillen- oder Statuensystem. Wie halt auch in Union Cross. Aber das sieht eigentlich nach normalem Gameplay aus. Oh. Okay, Ersteindruck. Bestes Mobile-Game für Kingdom Hearts, was es bisher gab. Das muss noch nicht viel heißen. Aber ich bin so froh. Oh, da waren gerade andere Spieler. Ist das ein Multiplayer-Game? Es ist auf jeden Fall besser. Das Brain! Wie heißt es? Okay, Missing Link. Kingdom Hearts Missing Link, neues Mobile Game. Klingt wie irgendwas aus der Evolutionstheorie. Interesting. Closed Beta Test in 2020. Ich möchte in diesen Beta Test! Scheiße, dann werden wir. Ah! Dann spielen wir ja bald im Stream Handy Games. Nein! Nomura, warum tust du mir das an? Erst Melody of Memory und jetzt das! Ah! Na gut, okay. Demnächst bei mir im Stream scheinbar Handy Games. Wenn das Gacha ist, hau ich ihm aufs Maul. Natürlich wird's Gacha sein. Ach, komm. The Lost Master Arc. Vorher war es der Dark Seeker Arc, jetzt ist es anscheinend der Lost Master Arc. Das ist jetzt Kingdom Hearts 4. Oh, Leute. Komm. Oh, das sieht sehr realistisch aus. Türen sind endless. Darkness, within darkness, darkness. The heart resides within the soul, which in turn is guided by fate of its rightful place. Ooh. 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 Ist das Unreal Engine 5, Alter? Oh! My boy! Er hat keine Schuhe an. Strelitzia! Strelitzia! Vor 7 Tagen ist Sora in diese Welt gekommen und das erste, was er macht, er geht zum Friseur oder was? Oh mein Gott! Strelitzia ist mit Sora in Quadratum! Die Herzlosen kommen jetzt nach Quadratum, oder was? Ja, das ist doch definitiv ein Herzloser. Das ist keiner von diesen komischen Robotern. Schattenbohren, oder nicht? Epic! Geiles Redesign! Oh mein Gott! Oh, sieht das gut aus! Ich will Gameplay sehen, Alter. Er hat sein Schlüsselschwert noch. Er hat es noch. Er kann das Schlüsselschwert immer noch. Oh mein Gott! Ist er Spider-Man, Alter? Ich krieg grad solche
Ich krieg grad solche Versus 13 Vibes, Alter. Das war halt obviously gerade kein echtes Gameplay, aber holy shit, Mann. Oh, sieht das gut aus. Der Meister, wer ist bei ihm? Der Meister, wer war der andere? Vier! Kingdom Hearts 4. Holy shit. Donald und Goofy sind noch da. Lumos. Ist nicht was. Schon eine blaue Flamme. Sie hofft, er kann helfen. Ist das Hades? Magic in the making. Da sind wir wieder bei der Nomura-Magie. Was ist das? A recap video of this event will be available at a later date. Okay. Wahrscheinlich wie von dem Konzert. Alter. Wir müssen über so viele Dinge sprechen jetzt. Submit! Falls ihr euch wundert, warum die Lichtverhältnisse hier jetzt so ein kleines bisschen anders sind. Nun, es sind gerade 3,5 Stunden vergangen und ich habe mir 7 Seiten Skript aus den Fingern gerotzt, meinen Twitch-Stream abgesagt, den ich jeden Sonntag habe um 20 Uhr. Und das nur, um jetzt für euch diesen Trailer auseinanderzunehmen. Und oh boy, sind da schöne Sachen drin. Okay, für die von euch, die nicht wissen, was los ist, heute... Am 10.04.2022 fand ein Event zum 20-jährigen Jubiläum von Kingdom Hearts statt. Das Event fand hinter verschlossenen Türen statt und man konnte da entsprechend dann auch nur rein, wenn man ein Ticket hatte. Also quasi so wie auf einem Konzert. Bei der Location gab es jede Menge coole Sachen von Kingdom Hearts zu sehen und teils auch neues Merchandise. Ich freue mich persönlich sehr darüber, dass wir endlich Play-as-Kai-Figuren von Sora, Riku und Kairi aus Kingdom Hearts 3 bekommen werden. Da es bisher nur Bringers-Figuren gab, außer von Sora. Falls ihr den Unterschied nicht kennt oder falls euch auch einfach egal ist, mir egal, ich sag's euch trotzdem. Die Bringers-Figuren sind fast nur halb so groß wie die Playarts-Figuren. Dafür konnte man sie teils ausgiebiger bewegen und in Pose stellen. Da ich aber schon Playarts-Figuren von Roxas und Aqua habe, kam es für mich nicht in Frage, mir die Bringers zu holen. Es gab auch generell jede Menge neues und altes Merchandise zu bestaunen und sogar ein Kingdom Hearts Café, wo man auch echtes Meersalzeis essen konnte. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der super gern da gewesen wäre, wenn man sich diese Bilder anschaut. Das Schönste für mich persönlich ist aber diese Nachricht von Tetsuya Nomura, die wohl bei den großen Figuren von Sora und Co. zu finden war. Glücklicherweise hat jemand von Twitter, der Japanisch kann, diese Nachricht direkt für den Rest der Welt übersetzt und diese Fanübersetzung blende ich euch jetzt ein. Ich übersetze das jetzt wiederum für euch ins Deutsche, also nehmt das alles nicht als absoluten Fakt hin, weil durch sowas halt immer Übersetzungsfehler entstehen können. Aber wenn ich auf alles in der Vergangenheit bis jetzt zurückblicke, kann ich sagen, dass Kingdom Hearts eine Serie ist, für die ich alles gegeben habe, um sie zu erschaffen. Es gab Zeiten, da habe ich mich zu ausgebrannt gefühlt, um die Arbeit zu vollenden. Aber zu sehen, wie es so vielen Freude bereitet, gibt mir die Kraft in meinem Herzen, um weiterzumachen. In dieser Geschichte der Herzen geht es um die Wünsche derer, die auf der Reise verloren gingen, jene, die wir nicht mehr sehen können und deren Herzen getrennt wurden. Aber ich glaube, ihre Herzen sind immer an unserer Seite. Ki, ich bin dankbar für die letzten 20 Jahre und hoffe ab hier auf eure anhaltende Unterstützung. Leute, als ich das gelesen habe, ist mir echt das Herz aufgegangen. Wie gesagt, es ist jetzt doppelt fanübersetzt worden und wir stecken alle nicht in Nomuras Kopf.
Aber wisst ihr noch, was ich euch im Kingdom Hearts 3 einfach erklärt Video erzählt habe? Wie sehr es Nomura vermutlich zu schaffen gemacht hat, dass er Versus 13 nicht machen konnte? Das spiegelt diese Nachricht für mich komplett wider. Alleine der Fakt, dass er sagt, dass er sich zuletzt ausgebrannt fühlte, spricht, wenn ihr mich fragt, Bände dafür, warum Kingdom Hearts 3 das Spiel ist, was es letztlich geworden ist. Völlig egal, wie ihr den Teil subjektiv findet. Und niemand möchte euch eure subjektive Erfahrung streitig machen. Aber faktisch ist bei Kingdom Hearts 3 wirklich leider einiges schiefgelaufen. Es ist nicht das Spiel geworden, was es hätte sein sollen. Und ich bin sehr froh, dass Nomura das gegebenenfalls erkannt hat und jetzt wieder neuen Mut hat, weiterzumachen. Für mich ist das ein Schimmer der Hoffnung, dass Kingdom Hearts in Zukunft wieder zur alten Größe wie in Kingdom Hearts 1, 2 und Birth by Sleep zurückkehren wird. Das ist jetzt natürlich aber auch nur meine persönliche Interpretation von dem und vielleicht meint oder sieht Nomura das ja auch ganz anders. Ihr könntet mir aber mal in die Kommentare schreiben, ob ihr nicht Bock hättet, vielleicht mal generell über die Kingdom Hearts Spiele etwas hier auf meinem Kanal zu hören, was jetzt nicht zwingend nur mit der Story zu tun hat, sondern einfach wirklich mit den Kingdom Hearts Spielen als Spielen. Wir können zum Beispiel so eine Tierlist machen oder so von einem Kingdom Hearts Teilen und sowas. Keine Ahnung. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr auf sowas Bock hättet. Bock hatte Nomura auch auf das Event, denn er hat dieses wunderschöne Artwork gezeichnet. Und alle sind dabei! In der oberen Mitte haben wir Mickey, Donald und Goofy. Ich finde es sehr schön, wie die drei Disney-Charaktere innerhalb des Herzens sind, weil Disney ja auch das Herz von Kingdom Hearts ausmacht. Außerdem liebe ich es sehr, dass Mickey sein originales Mickey-Maus-Outfit trägt, wie am Ende von Kingdom Hearts 1. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Nomura ihn jetzt so zeichnen musste, weil er das in der letzten Vergangenheit auch generell nicht mehr tun musste. In der unteren Mitte sehen wir Sora in seinem Kingdom Hearts 1, 2, 3 und 4 Outfit, welcher jeweils mit dem Finger die Zahlen des jeweiligen Teils zeigt. Aber auf Teil 4 gehen wir natürlich noch später ein. Riku, Namine und Repliku, das Twilight Town Trio, Kairi, als auch das Birth by Sleep Trio, sind ebenfalls vorhanden. Skuld, Ephema und Brain aus Union Cross sind oben links und Lorium und Elrena fehlen, sind aber als Maluxi und Laxen bei Xehanorts Organisation 13 aus Teil 3 dabei. Was geht eigentlich mit Lushus Gesichtsausdruck? Er sieht aus wie ein Kind, das im Süßigkeitenladen steht. Oder ich, wenn ich Bacon sehe. No, I want my bacon. I gotta tell you something. Bacon is good for me. Ich find's seltsam, dass Jenso mit bei der Organisation zu sehen ist, dafür aber nicht Dylan, Eleaus und Anselm der Weise. Aber vielleicht hat Nomura die auch einfach nicht mehr unterbekommen. Apropos darunter, Strelitzia fehlt bei den Leuten aus Union Cross. Sie sitzt weiter unten, quasi Rücken an Rücken mit Namine. Ist jetzt natürlich die Frage, ob das ein Hinweis auf eine mögliche Verbindung zwischen den beiden Charakteren ist, die in Zukunft noch wichtig wird, oder ob Nomura vielleicht einfach eine gewisse Symmetrie im Bild haben wollte. Ich find's auf jeden Fall interessant, dass Strelitzia aber so genau beim Sora aus Kingdom Hearts 4 sitzt und wir haben ja eben gerade gesehen, dass sie in Teil 4 wieder mit dabei ist. Genauso wie den Meister der Meister mit seinen Schülern ganz oben und den Abschluss von der Story des jugendlichen Xehanorts und Erakas sehen wir ja dann im Dark Road Finale. Dieses wurde jetzt auf August verschoben und meine Güte, Nomura, warum tust du uns das an? Ich habe halt echt fest damit gerechnet, dass wir heute das Finale von Dark Road bekommen werden, aber gut. Wir sehen, dass Xehanort und Co. nun auch in die Welt von Aladdin und den Olymp reisen werden. Es war die ganze Zeit schon seltsam, dass wir Emblemherzlose sehen, da es diese zu dieser Zeit noch gar nicht geben sollte. Aber damit wird es immer wahrscheinlicher, dass wohl auch Xehanort und seine Klassenkameraden in Datenwelten geschickt werden, die aus dem Buch der Prophezeiungen stammen. Anders kann ich mir aktuell nicht erklären, wie zum Beispiel einzigartige Herzlose wie diese hier, die erst in Kingdom Hearts 2 als Bossgegner auftauchen, bereits in dieser Zeit herumlaufen. Ob das wirklich so ist, kann ich euch aber natürlich erst dann sagen, wenn Dark Road abgeschlossen ist. Auf jeden Fall werden wir im letzten Update wohl endlich die Oberstufe von Scala et Kylum kennenlernen. All diese Charaktere, die hier zu sehen sind, scheinen die Schüler zu sein, die auf ihrer Meisterprüfung in den Disney-Welten verschollen sind und die Xehanort und die anderen aus der Unterstufe auf Befehl ihres Meisters Odin suchen. Mir gefällt besonders das Design von diesem Charakter, der aussieht wie eine Art Ninja. Und ich find's super, dass wir mal wieder einen schwarzen Charakter haben. Vielfalt und Repräsentation ist nämlich wichtig, auch in japanischen Spielen. Unser dunkelhäutiger Kamerad scheint auch wichtig zu werden, da er vor seinem Aufbruch wohl ein Gespräch mit Odin über Kingdom Hearts hatte.
Interessant finde ich hierbei, dass Odin ihm sagt, dass er sich darauf konzentrieren soll, die Dunkelheit und ihre Natur zu erforschen. Wir wissen, dass Lushu all die Jahre darauf gewartet hat, dass ein Schlüsselschwertträger, der sich der Dunkelheit verschreibt, einen neuen Schlüsselschwertkrieg anzettelt. Für mich wird es mit der Szene noch einmal wahrscheinlicher, dass Odin in Wirklichkeit Lushu ist, der versucht, einen Schlüsselschwertkrieger der Dunkelheit heranzuziehen. Ich vermute durch die Grabsteine und diese Szene hier, dass die meisten Schüler im Kampf gegen die Dunkelheit aus Union Cross draufgegangen sind. Tatsächlich sehen wir hier ganz deutlich die Dunkelheit. Gegebenenfalls war es nach diesem Kampf eine Überraschung für Lushu, dass Xehanort dann jener, der die Dunkelheit sucht, wurde und nicht der andere Schüler, den er im Auge hatte. Und wir wussten schon immer, dass der Meister der Meister ein bisschen eklig ist, weil er seinen Ledermantel auch im Sommer nicht auszieht, aber jetzt beobachtet er auch noch Leute beim Schlafen. Da Xehanort hier noch nicht den Mantel trägt, wird das wohl das erste Treffen der beiden sein, bei dem er ihm den Mantel überreicht. Bei ihrem Treffen, das wir in Kingdom Hearts 3 Remind sehen, stimmt Xehanort ihm nämlich zu, dass der Mantel tatsächlich die Dunkelheit abhält. In dieser Szene sehen wir eine Konfrontation der beiden Freunde. Und Xehanort hat hier bereits das Nun im Schlüsselschwert vom Meister der Meister. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe tatsächlich sehr, dass diese Szene ein Retcon zu der Originalszene aus Birth by Sleep ist. Da sahen wir in einem Flashback, wie Xehanort Arrakas seine Narbe im Gesicht verpasst. Ich fand es damals immer schon seltsam, dass Xehanort und Arrakas bei dieser Auseinandersetzung bereits so alt waren. Vermutlich sollten sie auch gar nicht so alt sein, aber man hatte bei der Entwicklung nicht genug Zeit, nochmal jüngere Charaktermodelle von den beiden zu erstellen. Es könnte meiner Meinung nach also sein, dass wir hier die Szene aus Birth by Sleep sehen, wo nun das Alter der beiden geretconnt wird. Und jede Menge Retcons bekommen wir ja vielleicht auch in Kingdom Hearts Missing Link. Ein neues Mobile-Game, welches die Geschichte nach Union Cross und vor Dark Road weitererzählen wird. Das Kampfsystem soll hierbei so nah wie möglich an dem sein, was wir von den Konsolen Kingdom Hearts spielen kennen. Ihr könnt euren Charakter also wahrscheinlich frei steuern und könnt fast genauso kämpfen, wie ihr es in einem normalen Kingdom Hearts Spiel tun würdet. Gott sei Dank haben wir eine normale Steuerung. So wie Daybreak Town in Union Cross eure Hubwelt war, scheint es dieses Mal Scala et Kylum zu sein, die Stadt, die Ephemer nach dem Ende von Union Cross gegründet hat. Wir sehen im Trailer auch seine Statue, die sich auch Brain am Ende von Union Cross anschaut. Und genau hier wird wohl auch die Story ansetzen, da wir Brain und den Meister der Meister und gegebenenfalls Lushu sehen. Das Spiel wird Quests haben, in denen die Story weitererzählt wird und einen freien Modus, in dem ihr, sofern ich es richtig verstanden habe, ähnlich wie in Pokémon Go in der echten Welt herumlauft und Sachen sammelt, um euer Schlüsselschwert aufzuwerten. Den Koop-Modus können wir im Trailer ebenfalls bereits sehen und Square Enix hat gesagt, dass bis zu 6 Spieler gemeinsam spielen können. Einige von euch sind jetzt vielleicht verwirrt, warum der Meister der Meister und noch jemand in einer Robe da sind. Tja. Ich auch. Aber bedenkt bitte, dass durch das Ende von Union Cross bestätigt wurde, was ich schon in meinem alten Meister der Meister Video vermutet hatte. Durch das Schlüsselschwert und Lushu. Durch diese Kombination kann der Meister der Meister an jeden Punkt in der Zeit reisen, an dem auch Lushu und das Schlüsselschwert waren. Lushu hat die Erinnerungen und das Auge in seinem Schwert ist das Medium. Damit hat er quasi seine eigene TARDIS, eine Zeitmaschine. Deswegen ist es völlig valide, dass der Meister der Meister hier am Start ist, da wir ja gar nicht wissen, wie viele Zeitreisen er genau gemacht hat, bevor oder nachdem er in der Zeit der Märchen verschwunden ist. Wie damals schon gesagt, könnte er zu jeder Zeit in jedem Kingdom Hearts Teil als Zeitreisender auftauchen, der wie Dr. Who fröhlich durch die Zeit springt. Das gehört vermutlich zu seinem Masterplan und diesen wird Brain wohl vermutlich versuchen, in Missing Link zu stören. Ich gehe ganz stark davon aus, dass uns dieses Spiel erklären wird, was genau das Licht der Vergangenheit ist und wie Ephemer in Kingdom Hearts 3 auftauchen konnte. Die Beta-Phase für dieses Spiel soll im Herbst starten und ihr könnt sicher sein, dass ich versuchen werde, auch dieses Spiel auf Twitch zu streamen. Das gilt natürlich genauso für Kingdom Hearts 4. Jesus, Maria und Josef, alle heiligen Makrelen in der See und bei Ariels Muschelbikini. Was sieht dieses Spiel gut aus? Die Szenen stammen laut Nomura aus der Unreal Engine 4, das Spiel wird ab sofort aber mit der Unreal Engine 5 weiterentwickelt. Wir können also davon ausgehen, dass das Spiel in Zukunft noch besser aussehen wird. Ich liebe das neue Klamottendesign von Sora. Es sieht einfach so viel erdgebundener aus und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Cosplayer da draußen da so richtig steil drauf gehen werden. Ich glaube, das ist die erste Szene von Sora ohne Schuhe, oder irre ich mich? Apropos Schuhe, schaut euch Soras Schuhe an!
Er hat nicht mehr diese gelben Kindersärge an den Füßen. Er trägt normale Sneaker und nichts mehr vom Grabbeltisch der Clown-Boutique. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will diese Schuhe. Ich kann mich aber ehrlich gesagt noch nicht an seine neue Frisur gewöhnen. Bei mir löst das Sasuke und Bill Kaulitz 2005 Vibes aus. Genau jetzt ist der richtige Moment, euch Nomuras alte Frisur aus dem Jahr 2003 zu zeigen. Leck mich am Arsch. Das ist doch fast dieselbe Frisur, oder nicht? Scheint so, dass Nomura Sora endlich wieder stärker als seinen eigenen Sohn wahrnimmt. Und da muss der Junior natürlich auch so aussehen wie der Papa, wenn er älter wird. Lass das mal den Papa machen. Papa, mach das gut. Aber Spaß beiseite. Ich gewöhne mich sicherlich noch daran. Und dieser Trailer sieht einfach nur knusprig aus. Seht euch das Kampfsystem an. Soras Bewegungen wirken so flüssig. Natürlich sind die Bewegungen auch hier wieder an Dream Drop Distance und Kingdom Hearts 3 angelehnt. Trotzdem scheint Sora ein paar neue Tricks zu haben, wie dass sich aus dem Anhänger seines Schlüsselschwerts nun eine Lichtpeitsche oder ein Enterhaken verschießen lässt. Durch das Heranziehen an Objekte in der Luft damit wirkt er schon fast ein wenig wie Spider-Man, wenn ihr mich fragt. Aber ich liebe es sehr. Alles an diesem Spiel löst Versus 13 Flashbacks bei mir aus. Wie Sora hier im 90-Grad-Winkel in dieser Kameraperspektive die Wand hochrennt. Wie er durch den Gang des Gebäudes rutscht. Das haben wir so ähnlich schon damals in Trailern zu Versus 13 gesehen. Nomura hat auf dem Event wohl gesagt, dass er sich überlegt hatte, das Spiel Verum Rex oder Kingdom Hearts 4 zu nennen. Er hat sich dann aber für Kingdom Hearts 4 entschieden, da man das Spiel sonst vielleicht nicht mit Sora in Verbindung bringen würde. Wenn ihr mich fragt, ist das genau die richtige Entscheidung, da, wie wir alle wissen, der 0815 Kingdom Hearts Spieler Teile, an denen keine normale Zahl dran steht, einfach nicht spielen wird. Obwohl ich ein Melody of Memory und Union Cross einfach erklärt Video gemacht habe, bekomme ich trotzdem fast täglich Nachrichten von Leuten, die mich fragen: Ey, ist das wichtig? Muss ich mir das angucken? Steht ja keine Zahl dran. Das macht mich so wahnsinnig. Digga, alles ist wichtig für die Story. Alles. Wann verstehen die das endlich? Und alleine deswegen bin ich schon froh, dass Nomura dieses Spiel Teil 4 nennt. Trotzdem wird das Spiel intern von allen Verum Rex genannt. Und das ist auch das, was ich euch damit sagen will. Leute, Kingdom Hearts 4 ist Verum Rex. Wir bekommen Verum Rex. Und auch wenn Yozora in diesem Trailer nicht zu sehen war, könnt ihr euren Arsch darauf verwetten, dass Yozora Dreh- und Angelpunkt dieser Story werden wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Storytechnisch ist hier auch schon einiges los. Es ist scheinbar 7 Tage her, dass Sora in der Weltenlinie von Verum Rex gelandet ist. Das wird uns von keiner anderen gesagt als Trilezia. Wenn ihr dieses Mädchen nicht kennt, dann müsst ihr dringend mein Union Cross einfach erklärt Video gucken. Als Kingdom Hearts Fan ist es schon fast kriminell, es nicht zu gucken. Sagen wir einfach, das Mädel war geil auf Xehanort, als er noch nicht mal wusste, wer er ist, und belassen wir es dabei. Nur wer das Video kennt, versteht diesen schlechten Witz. Jedenfalls scheint sie von Lushu zwar in die Zukunft geschickt worden zu sein, aber dabei auch gleichzeitig in die Weltenlinie von Verum Rex. In Memory of Melody deutet Ansem an, dass man mit der Arche auch in eine andere Weltenlinie landen könnte. Und er warnt Kairi auch davor, dass dies ein Problem wäre. Warum sie jetzt wieder in Fleisch und Blut dasteht, ist natürlich die Frage. Wenn meine Theorie aus dem Union Cross einfach erklärt stimmt, dann hat er ihre Seele oder ihr Datenbackup in eine Replika geladen und in die Zukunft geschickt. Ihr Herz ist nach meiner Theorie in Lorium gewesen, aber dieser findet in Kingdom Hearts 3 am Ende ja wieder zu sich selbst zurück. Ich spinne diese Theorie nun weiter. Als er das erste Mal mit Amnesie zu einem Niemand wurde und anschließend im Schloss des Entfallens war, blieb Strelitzias Herz in seinem Körper, so wie damals auch das Herz von Ventus in Roxas. Auch nachdem er besiegt wurde, blieb ihr Herz in seinem Körper, da er sich immer noch nicht daran erinnern konnte, wer er wirklich war. Bei der zweiten Verwandlung in einen Niemand blieb es wegen der fehlenden Erinnerung ebenfalls in seinem Körper. Aber als er von Sora in Kingdom Hearts 3 besiegt wurde, kehrten durch Disney-Magie seine Erinnerung zurück und damit auch die an seine Schwester. Ich vermute, dass als er vom Niemand zu einem Jemand wiederhergestellt wurde und er seine Erinnerungen an seine Schwester wieder hatte, nicht nur er wiederhergestellt wurde, sondern auch seine Schwester in Quadratum. Das wäre dann sehr ähnlich zu dem, was mit Terra und Meister Xehanort passiert ist, nachdem Ansem und Xemnas besiegt wurden. Meister Xehanort wurde als er selbst wiederhergestellt
und Terras Körper blieb eine leere Hülle, da sein Herz noch immer in der Dunkelheit gefangen war. Es konnte damit nicht zurück in seinen Körper. Aber was hindert jetzt noch das Herz von Strelitzia daran, in ihren Körper zurückzukehren? Mit den wiederkehrenden Erinnerungen erinnert sich bestimmt auch Strelitzias Herz wieder an sich selbst, wacht auf und fliegt danach einfach über die letzte Welt bis nach Quadratum und vereint sich wieder mit ihrem Körper. Boom! Sie sagt ja auch, dies ist Quadratum. Es ist eine Welt voll mit Leben. Aber für dich und mich ist es eher so etwas wie ein Jenseits, denke ich. Was halt erneut aussagt, dass sie gestorben ist, wie wir das auch in Union Cross gesehen haben, und Sora halt auch in Teil 3. Wenn ich damit recht habe, bin ich der coolste Kingdom Hearts Dude ever. Ihr habt's hier zuerst gehört. Sora scheint die Fähigkeit, ein Schlüsselschwert zu nutzen, nicht verloren zu haben, so wie ich es auch mal überlegt hatte. Gott sei Dank, aber ihr könnt euch sicher sein, dass der Weltenlinienwechsel der Grund dafür sein wird, warum er wieder auf Level 1 anfängt. Die Weltenlinie hat ja auch der Meister der Meister gewechselt. Den sahen wir am Ende von Teil 3 schon in Quadratum und nun auch noch einmal in diesem Trailer. Was mich umhaut, ist, dass er nicht alleine zu sein scheint. Ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung, wer die zweite Person mit dem Mantel ist. Da kann ich jetzt auch nur ins Blaue raten. Aber es wäre eigentlich alles möglich, von Lushu, Luxur, Demix, Yozora oder einem noch völlig neuen anderen Charakter. Ich weiß es nicht, da ich die japanischen Stimmen nur schwer auseinanderhalten kann, aber ich glaube, er ist die Erzählerstimme des Trailers. Er sagt hier, wenn das nicht das Ende ist, das du dir wünschst, wenn es dir Verzweiflung bringt, dann verlass diese Welt für eine andere. Jedoch, wenn du diese Welt hinter dir lässt, erwarte nicht, in die zurückzukehren, aus der du kommst. Ich denke, es wird der Meister der Meister sein, da am Ende des Geschwafel die Kamera auf ihm ruht. Und wenn das wirklich die Aussagen des Meisters der Meister ist und er sie offensichtlich an Sora wendet, tja, dann könnte das auch wieder ein Hinweis darauf sein, dass etwas, was ich im Meister der Meister Video gesagt habe, genauso stimmt. Ich sagte dort, dass er vorher Zeitreisen gemacht hat, um seinen Masterplan in Gang zu bringen und er damit das Schicksal der Welt geändert hat und dafür aus der Weltlinie gekegelt wurde, eben genauso wie später Sora, als er die Vergangenheit verändert hat. Genau dieser Grund wurde bislang noch nicht bestätigt in der Story, aber da er hier davon spricht, dass Sora nicht zurück kann und er damit gegebenenfalls auch nicht, deutet das für mich halt darauf hin, dass der Meister dasselbe Tabu wie Sora gebrochen hat und nach aktuellem Wissensstand würde nur das für mich Sinn ergeben. Aber hey, vielleicht bin ich auch auf der völlig falschen Fährte. Wir werden sehen. Ich hatte aber auch gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass der Disney-Anteil in der Zukunft von Kingdom Hearts zurückgeschraubt wird. Auffällig ist auf jeden Fall, dass Donald und Goofy zwar im Trailer sind, aber noch nicht zusammen mit Sora unterwegs sind. Ich habe keine Ahnung, wo sie da herumlaufen, aber Garfunkel, Garfunkel im Arsch ist dunkel und scheinbar treffen sie kurz darauf auf Hades. Erst die blaue Flamme, die dann rötlich wird, das ist halt das Markenzeichen von Hades und seinen heißen Haaren. Es macht auch storytechnisch Sinn, dass sie Hades aufsuchen, wenn sie denken, dass Sora gestorben ist. Hades ist der Gott über die Toten und es war in Kingdom Hearts 2 auch möglich, Auron aus einer vermutlich anderen Welt wiederzuholen. Ich denke, deswegen werden Donald und Goofy Hades aufsuchen, weil sie ihn bitten wollen, Sora aus dem Reich der Toten für sie, unbekannt, für uns die letzte Welt, zurückzuholen. Vielleicht ist Hades auch der Schlüssel dazu, wie Donald und Goofy letztlich zu Sora nach Quadratum gelangen. Naja, Hades und die damit verbundene Disney-Magie. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Nomura wirklich Kingdom Hearts 4 macht und dann nicht Sora zusammen mit Donald und Goofy herumlaufen lässt. Das war bisher immer das Alleinstellungsmerkmal jedes einfach nummerierten Teils zu den ganzen Spin-Offs. Wäre Kingdom Hearts 4 nun, wie zuerst geplant, Verum Rex? Jo, dann keine Frage. Donald und Goofy könnten wegbleiben. Aber weil da jetzt die 4 dran steht, bin ich mir sicher, dass wir mit den drei Stooges wieder durch viele unterschiedliche Welten reisen werden. Das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum man uns diesen dichten Wald hier zeigt. Auch wenn diese Welt noch nicht fertig ist, soll uns das verdeutlichen, dass wir nicht nur durch Quadratum laufen werden. Und ich weiß, das ist jetzt ein ziemlich, ziemlich dünner, unfassbar kurzer Strohhalm. Aber ich will ehrlich zu euch sein. Ich will einfach so sehr, dass das genau das ist, wofür einige es halten. Und wenn das so ist und wir in ein paar Monaten die Bestätigung dazu bekommen sollten, dann bekomme ich wahrscheinlich vor Freude einen Herzinfarkt. An dieser Stelle des Trailers sehen wir hier für einen kurzen Moment etwas Eckiges und teils Rundes. Es sieht metallisch aus.
Ja, es könnte so ziemlich alles sein, aber was wäre, wenn... Was wäre, wenn das hier das Bein eines Star Wars Walkers ist? Oh mein Gott! Mit etwas Fantasie sieht das tatsächlich aus wie ein imperialer AT-ST. Das könnte das versteckte Reveal einer Star Wars Welt in Kingdom Hearts sein. Aber es ist wie gesagt ein verkrüppelter Strohhalm. Ich fand es merkwürdig, wenn Nomura sich die Schlacht von Endor als den Schauplatz der ersten Star Wars Kingdom Hearts Welt aussuchen würde. Ich persönlich hätte da eher mit dem Todesstern gerechnet, aber wer weiß. Bis wir hierzu eine Bestätigung oder Absage bekommen, können wir alle nur hoffen. Möge die Macht mit Nomura sein. Auf jeden Fall müssen wir jetzt geduldig sein, weil es wurde jetzt wohl schon gesagt, dass im Sommer keine neuen Infos zu Kingdom Hearts 4 kommen, sondern frühestens im Herbst. Das ist auch sinnvoll, weil Square Enix ja auch noch sowas wie Final Fantasy 16 und vielleicht noch andere Titel in der Reihe hat, die sie rausbringen wollen. Und da wäre Kingdom Hearts zeitgleich zu bewerben mit diesen anderen großen Titeln halt kontraproduktiv, weil das eine dem anderen dann vielleicht die Schau steht. Wenn wir uns jetzt den Trailer angucken und das, was jetzt so allgemein gesagt wurde, würde ich mal vorsichtig sagen, ich halte ein Release Anfang 2024 für realistisch. Früher wird es auf keinen Fall was. Heute in 2 Jahren könnte es sein, dass wir Kingdom Hearts 4 in den Händen halten, aber früher rechne ich eigentlich nicht damit und es würde mich auch sehr überraschen, wenn es nicht so ist. So, jetzt möchte ich aber wissen, was ihr von Kingdom Hearts 4 haltet, von den ganzen anderen Trailern, die ihr gesehen habt. Welche Welten würdet ihr euch denn wünschen, in Kingdom Hearts 4 zu sehen? Und welche Welten wollt ihr auf gar keinen Fall nochmal irgendwann wiedersehen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Denkt dran, ich lese jeden einzelnen Kommentar, auf jeden Fall. Abonniert mich, lasst mir ein Like da, würde mich sehr freuen. Schaltet die Glocke an, damit ihr auch kein Video in der Zukunft mehr verpasst, das ich hochlade. Vielen Dank fürs Zusehen und tschö mit Ö, hauen Sie, bauen Sie. May your heart be your guiding key.